Aber jetzt kommen wir wirklich, glaube ich, zum Bastelprojekt. Eben auf der anderen Seite kommen ja solche Art Häuser. Zwei habe ich jetzt schon da. Auf zwei warte ich noch. Die sind von Woodland Scenic. Die brauchen ewig lang, bis die von der USA her verschicken. Ich habe es zwar eben von einem österreichischen Händler bestellt, aber eben bis die das bekommt, dauert es. Das ist jetzt die Firma DPM, Design Models, Preservation Models. Entschuldigung, ich bin nicht sehr gut in Englisch. Und die hat eben diese zwei Häuser herausgebracht. Kriegen. Okay, da schauen wir uns da mal an, was wir da alles haben. Eine Bauanleitung, das sind dann die Gebäude. Also wir haben da das ganze Gebäudesachen und offensichtlich auch die, genau das Dach. Es ist alles in einer Farbe, das muss man selber alles anmalen. Da ist was für Fensterscheiben offensichtlich vorgesehen. Ah, da haben wir sogar einen Zaun dabei, oder wie? Ah, das sind so die Verzierungen, die sind alle aus, wie soll ich sagen, das ist wirklich aus Zinn, glaube ich. Okay. Auch da noch Verzierungen, Sachen, offensichtlich. Beirüstzeug auch. Schaut alles. Das ist schwer, also es dürfte Zinn sein. Da haben wir noch zwei Teile vom Gebäude selbst. Da ist auch noch was. Das dürfte fürs Dach sein, nehme ich an. Mitgegeben oder so. Oder ist das auch für Zwischen. Decke oder so, und ein Katalog ist dabei. Gut, da gibt es offensichtlich noch mehr Gebäude, aber was ich so gesehen habe, hauptsächlich so, naja, ihr seht, viel Stadtgebäude, die kann man wenigstens auch am Land verwenden, was ich da bestellt habe. Also, ich hätte das jetzt einmal ganz kurz da mal durch. Ihr seht, es gibt eher so Stadthäuser. Aha, Katalog hat auch ein paar Tipps, wie man was macht. Alles klar. Ja. Und ganz wenige so Einzelgebäude. Gut. Also da, aha, das ist auch eine feiner Draht ist dabei, den werden wir auch wo brauchen. Und da sehe ich auch noch zwei Sachen. Das dürfte nur irgendwas Abgebrochenes sein. Gut, das ist in diesem Paket jetzt gewesen. Da müssen wir jetzt schauen, wie wir das dann jetzt da fertig basteln. Und dort zeige ich euch das im Prinzip dann eher so, auch wieder wie mit meinem eigengebauten Haus, Schritt für Schritt. Mal schauen. Okay, da steht drauf, wie man das zusammenbaut. Säubert, ja, eh logisch. Okay, und dann Figur 2a, 2b. Okay. Ja, das wird spannend werden. Ja, auf jeden Fall gibt es da sehr viel Zusatzmaterial, das man dann auch hinzufügen kann, wie ihr das da sehen könnt. Sogar die Zäune sind dabei und offensichtlich ein paar Lichtmasten, die ich jetzt persönlich nicht brauchen werde. Aber so die Zäune oder was, das
Ja, das kann ich dann gleich verwenden, brauche ich mir nichts ausdrucken. Habe ich wenigstens wie die zwei Häuser dann schon eben das alles fertig. Da. Ja, der erste Teil ist einmal zusammengeklebt. Ich verwende da den Kleber von Faller, den 1704, ich glaube 22. Er klebt sehr gut, muss ich sagen. Und ja, jetzt kommt dann der Teil dazu. Okay. Damit ihr das seht, also es, man bricht das ab, das ist eh logisch. Warum sie da oben nochmal so eine Ohren dazu haben, weiß ich jetzt nicht. Ich schneide sie einfach jetzt da ein bisschen vor ab und auch ein bisschen das nach mit dem Cuttermesser. Wir haben eigentlich Stanley-Messer immer gesagt. Wahrscheinlich haben die ersten Messern die Firma Stanley gemacht. Und was ich dann noch mache, ist, dass ich da nochmal drüber schleife. Über diese Unebenheiten. So dass das wirklich gerade ist. Und der nächste Schritt ist eben, dass der Teil dazugehört. Das ist dann, man muss aufpassen, die sind breiter als wie das, das ist ein schmäleres. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich zeige das euch an der anderen. Das ist jetzt nicht so schwer, wo die reinkommen. Da gibt es eben diese Rillen, da kommen die Wände hinein, die passenden, und ja, dann gehört eben da noch einmal ein solches Teil dazu. Und das lassen wir jetzt auch wieder trocknen, damit das dann auch schön hält. Was ihr jetzt sehen könnt, ich habe erstens einmal das mitgelieferte Plastik als Fenster eingeklebt und dann ist dieses Butterpapier dabei, und das habe ich auch bei Woodland Scenic eben gesehen, dass wenn man das dahinter reinklebt, dann schaut das eben so aus und dadurch wie Vorhänge sozusagen. Und wenn man jetzt das beleuchtet, erstens einmal ist die Beleuchtung ein bisschen gedämmt und zweitens einmal braucht man nichts hineingeben in das Häuschen, weil eben das eben sozusagen Sichtschutz ist. Das war jetzt der nächste Schritt, den ich gemacht habe, eben über die Fenster eingeklebt und eben dieses Butterpapier darüber. Der nächste Schritt ist jetzt dann das Dach. Im Zinn sind ja nicht nur die, die Zäune dabei, sondern auch die Verzierungen des Hauses. Zum Beispiel eben hier diese Verzierung, die dann da drauf kommt. Und die sind eben, wie gesagt, aus Zinn. Und man hat da eben Überstände vom Druck. Die gehen aber leicht mit so einem Bastelmesser zu entfernen. Ein Bastelmesser, oder wenn man das dann gemacht hat, zuerst mit dem Bastelmesser vielleicht ein bisschen vorgeschnitten hat, das seht vielleicht, dass das recht schnell geht, dann mit einer kleinen Feile ein bisschen nachschleifen und dann ist das so eigentlich sehr leicht. Ich zeige das und dann noch einmal, da ist ein bisschen mehr drauf. Vielleicht das seht ihr, das ist weg. Das lässt sich recht leicht eben wegschneiden. Man muss es jetzt nicht unbedingt mit der Seitenschneider machen, kann man natürlich auch machen, weil man dann auch sehr aufpassen muss, dass man da nicht irgendwas verletzt. Persönlich habe ich auch besonders da in den Kurven, ja, wo man mit dem Seitenschneider nicht so richtig reinkommt, ist es fast besser mit diesem Bastelmesser, das da so wegzuschneiden, den Übergang,
Und dann noch ein bisschen vielleicht das mit einer halbrunden Feile, das ein bisschen nachzuschleifen. Und dann hat man eigentlich ein schönes Stück, das man dann auch aufkleben kann. Ich habe jetzt die ganzen Stücke da, ich zeige da mal zum Beispiel ein Geländer, gesäubert von den Zinnüberresten. Da waren natürlich auch eben oft so Narben, die ich da gesäubert habe. Aber ihr seht zum Beispiel hier, das ist ein Holzhaufen. Das ist etwas, was mir eigentlich bei diesen Basteldings gut gefällt. Da sind sehr viele Sachen dabei. Es ist sogar eine Figur, eine Frau, die Wäsche aufhängt, dabei. Auch eine Hundehütte mit Hund. Und eben, ja, alles Mögliche. Auch eben Zaunteile. Die habe ich auch schon alle gesäubert. Man hat also nicht nur das Haus selber bei dieser Haus Diorama, sondern eben wirklich ein Diorama mit den ganzen rundherum. Eben auch, was will ich noch zeigen, Mistkübeln, Gascontainers. Ja. Und dadurch, dass das aus Zinn ist, ist das eigentlich leicht säubern von diesen Überständen und es ist auch gut zu verarbeiten. Ich habe einen, der war leider ein bisschen gebrochen da, den habe ich wieder schön geklebt. Das haltet auch fest. Ja, so ist das eigentlich eine recht gute Firma für Bastelsachen. Ich habe ja ein bisschen durch den Katalog da geblättert. Es gibt ja jede Menge Häuser, was die eben da anbieten. Hauptsächlich aber eben Stadthäuser, die ich nicht so brauche. Das Einzige, was mir jetzt da gefehlt hat, das war eben ein Teil, ein kleineres Teil, das aus Ziere oben noch wohin gehörte. Das fehlt mir leider. Und da muss ich mir jetzt dann was einfallen lassen. Aber sonst waren eigentlich alle Teile dabei, also bis zu den Punkten hin, dass es auch eben solche Sesseln gibt. Oder auch für die Wäscheleine, zeige ich euch auch, für die Wäscheleine gibt es sogar eben hier in dem Fall eine Hose, die man da draufhängen kann. Also ja, jede Menge dabei. Der nächste Schritt, bevor das Dach dann drauf kommt, wird jetzt sein, dass wir mal den Teil anmalen. Das wird, die Holzkonstruktion wird in der Farbe gemacht werden. Das ist so eine der typischen Farben von diesen Häusern. Und die Kanten, die Fenster werden mit Weiß umrandet oder Weiß gemahlen. Das ist jetzt einmal der nächste Schritt, den ich machen werde. Dann werde ich auch noch eben das Dach eben zuerst bemalen und dann erst kleben. Das, damit das alles dann schon in der Hinsicht fertig ist. Und eben auch, es ist einfach leichter, jetzt das so zu bemalen, wo man noch schön dazu kommt, also wenn es dann schon das auch noch drauf ist und eben dann hat man schon wieder schwieriger mit dem Malen. Und da muss man eben darauf achten, dass man zuerst einen Schritt vornimmt, wie das Malen und dann erst weiterklebt. Je nachdem, wie ihr das vergilbt haben möchtet oder dass es alt aussieht, verbraucht aussieht, das Haus. Das ist ein Anstrich mit der Farbe, das sind zwei Anstriche mit der Farbe. Wie ihr sehen könnt, da ist es noch recht stark, dass das Braun von unterhalb durchschimmert. Würde eben jetzt bedeuten, dass das Holz eben, dass die Farbe schon recht gut abgewaschen wurde vom Regen. Da ist es eben noch nicht so stark. Und wenn man jetzt noch einmal ein drittes Mal drüber malen würde, würde es sozusagen im neuen Glanz erscheinen. Ich lasse es jetzt bei 2
Farbanstriche. Da hat es noch schön eine schöne Farbe, stark noch. Aber man sieht auch, vielleicht seht ihr das, dass auch hier eben das Bräunliche ein bisschen durchschaut. Also so, als würde der Regen schon ein bisschen was abgewaschen haben. Das ist nur so jetzt ein Tipp von mir, je nachdem, ist auch der Frage, wie ihr daran arbeitet, ob ihr da mit einem, wie heißt das, also ein Spray oder ob ihr da jetzt mit dem Pinsel drüber geht. Ich gehe mit dem Pinsel drüber und eben die Farbe deckt beim ersten Mal so, beim zweiten Mal so. Beim dritten Mal würde es wahrscheinlich dann wirklich komplett abdecken. Das werde ich jetzt nicht testen, weil ich doch auch haben möchte, dass das Haus ein wenig eben abgenutzt ausschaut. Wie ihr seht, habe ich jetzt diese Verzierungen weiß bemalen. Die sind ja aus Zinn. Gut, und die werden wir jetzt da eben da oben jeweils ankleben. Einmal da, einmal da, einmal da. Dann haben wir da wieder ein Stück weiter. Im Haus sind wir ja soweit. Gut, dann brauchen wir im Prinzip, müssen wir dann noch die Veranda anmalen. Die kommt dann da vorne, daher. Und zur Veranda kommen dann diese weißen Balken plus dieses Geländer. Das ist jetzt dann der nächste Schritt, den wir machen müssen. Und als erstes, was wir jetzt machen werden, ist eben, dass wir das einmal ankleben. Ja, das ist unsere nächste Aufgabe. Wie ihr jetzt da sehen könnt, habe ich die restlichen Teile mit einem Grundierlack, mit einem grauen, einmal eingesprüht. Dafür bin ich natürlich rausgegangen, damit ich das Ganze dann nicht einatme. Und jetzt da, das ist jetzt der Boden für die Veranda, mache ich das eben weiß. Man muss da auch mindestens zweimal mit der Farbe drüber gehen, aber das stört jetzt nicht. Trotzdem ist es besser, wenn ein Grundierlack drauf ist. Weil man merkt schon, dass es eben, wie soll ich sagen, besser haftet. Nicht deckt, aber die Farbe haftet besser drauf. Gut. Das lassen wir jetzt trocknen. Ja. Ihr seht, ich habe die Verzierungen schon drauf. Jetzt da kommt dieser, wie soll ich sagen, Boden da dazu. Was ich da jetzt gemacht habe, ist, dass ich da ein Stück eben mit dem Bastelmesser herausgenommen habe, sodass das auch ziemlich anliegt. Und was noch ein Tipp ist, damit es dann auch kleben bleibt, ist, dass an die Stellen, wo geklebt wird, eben in dem Fall eben diese und diese Seite, wenn da Farbe drauf ist, das zuvor herunterkratzt, weil eben sonst da der Kleber nicht wirklich richtig haltet. Dann ist es immer so bei mir gewesen, dass es das eben diese Farbe eine Schwachstelle ist, wo sich sofort wieder sozusagen das Stück von wo es angeklebt sein sollte löst. Also das solltet ihr beachten. Sonst ist eigentlich jetzt da jetzt kein Problem mehr, wenn die Farbe weg ist. Nehmt ihr den Kleber einfach, gebt den Kleber drauf. Natürlich, dass es nicht zeigt. Gebt den Kleber drauf. So, wo er drauf ist, wo er nicht hin soll, schnell wegwischen und dann eben schön bündig da äh,
halten. Am besten mal von unten schauen, dass es eben da jetzt schön bündig ist. Ein bisschen drücken. So, eine Zeit lang kann man ja noch, wie soll ich sagen, das Ganze noch ein bisschen verändern, aber nicht zu lange, und dann haltet der Kleber. So, jetzt ist dann eben sozusagen der Boden beim Eingang drauf. Ja, so schaut das fast fertige Häuschen aus. Natürlich muss innen dann noch die Beleuchtung rein. So schaut es von vorne aus. Es gibt auch ein schönes Detail, eben so einen Stromkasten mit Kabel dabei. Ja, ist ein Bausatz, der recht interessant ist und nicht, ja, teilweise muss man natürlich schon herumfummeln, wie es, glaube ich, der Günther immer sagt, damit man das zusammenbringt. Aber es geht, es ist nicht allzu schwer zu bauen. Ja, mit diesem Video möchte ich mich, wie soll ich sagen, ein bisschen verabschieden, in dem Sinne, dass ich wahrscheinlich keine Videos mehr machen werde von einem Bau oder irgendwas von Anfang bis Ende gezeigt. Es ist einfach der Aufwand zu groß, finde ich, für mich persönlich. Die Zeit kann ich eben wieder auf der Anlage verwenden. Und das Schneiden von Videos und dann das Hochladen und das alles, das braucht Zeit. Man muss immer wieder die Kamera eben herrichten und dann eben alles einstellen und aufnehmen. Ich möchte jetzt einmal ein bisschen eine Pause in der Richtung machen und werde wahrscheinlich in Zukunft nur mehr Videos zeigen nach Wochen, Monaten, wie es halt auf der Anlage wieder, was weitergegangen ist und wie das ausschaut. Außer es kommen viele Kommentare, die sagen, nein, bitte zeig uns weiterhin deine Schritte und die du machst. Ja, dann sehe ich es noch ein, dass es sich vielleicht lohnt, diese Arbeit. So gesehen danke ich euch, dass ihr eben mich schon teilweise 2 Jahre begleitet und auch immer wieder nette Kommentare schreibt. Und ich sage einfach mit dem Video mal Tschüss und ihr seht mich wahrscheinlich erst nach längerer Zeit wieder auf diesem Kanal.